So, herzlich willkommen bei den Dumanis. Mama, sag mal hallo. Sag mal hallo. Auf jeden Fall, Jan hat seine Prüfung bestanden. Meine Mama ist vorbeigekommen, hat Frühlingsrollen gemacht. Sie macht die auch selber. Ich guck mal, da ist bestimmt noch die Füllung drin. Ne? Genau, da ist noch die Füllung drin. Da ist Shrimps mit Hähnchenfleisch. Und da hat Mama auch selbstgemachte Frühlingsrollensoße gemacht. Jan hat bestanden. Juhu! Jan müsste jeden Moment kommen. Ich habe ihn so, ja, so einen Luftballon geholt. Nichts Besonderes, aber kleine Geste. Dann kriegt er noch ein bisschen vielleicht Geld von uns. Auf jeden Fall sind wir alle sehr stolz auf Jan. Ja, liebe Freunde, Alter, ich will weg hier. Ich will weg. Seit gestern hänge ich hier wieder wirklich rum, Alter. Gestern Abend wollten wir schon losfahren. Ja, da war ja Sturmwarnung. Sturmwarnung hier und da. Dann wollte ich heute Morgen losfahren. Hab hier 5 Autos zum Ausliefern, ja. 5 Autos, Freunde, ja. Und die muss ich jetzt fertig machen. Also werden wir wohl um 5-6 losfahren. Ja, Jan hat bestanden auf jeden Fall. Aber zu seinem Glück ist liegen geblieben auf der Autobahn. Aber siehst du, wie das Schicksal... Was für ein Schicksal, denn? Nee, stell dir mal vor, das wäre heute Morgen passiert oder die letzten Tage, wo er Prüfung hatte. Abgeholt, irgendwas gemacht, das wäre jetzt auch nicht so schlimm, oder? Ja, okay, ist ja nur Kai Rippenriemen. Ja, weil wenn er angerufen hätte und gesagt hätte, hier, ich bin liegen geblieben, da wären wir wohl als Erster, oder? Ja, ja, dann wären wir mit 200 hingefahren und... Pff, egal, Taxi, Alter. Irgendwas ja, habe ich auch dazu gesagt. Dann hätte er gemacht. Hätte gesagt, nimm Taxi und fertig. Ja, ich muss hier ein bisschen Gas geben, die letzten Aufträge abarbeiten. Jetzt muss sogar der Chef mit dran. Ich muss letzte Zeit schon so öfter ran, die Alte. Ich aussehe hier, kurz vor der Abreise. Ich bin froh, hier wegzukommen, Freunde. Ja, ich würde den Laden wohl hier den beiden Opfern hier überlassen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ihr wisst, ich bin hier weg, gerne weg. Aber ohne mich, ich fühle mich immer hier, als ob ich fehle. Weißt du so, ich denke immer so, ohne mich läuft das hier nicht. Ohne mich kann die das nicht. Ohne mich, ohne mich, ohne mich. Also ich weißt ja. Dein Handy. Abbruch, Abbruch. Jan kommt. Schan, fahr mal bitte mein Auto weg. Weil Jan ist jetzt wohl hier irgendwo. Keine Ahnung, er hat eben gerade Mehmet angerufen. Jan soll, er wird leider mit ADAC angeschleppt. Sein Kai-Rippenriemen ist gerissen. Ja, dann müsste er jeden Moment kommen. Auf jeden Fall hat er bestanden. Ich als Mutter bin richtig stolz. Mann mit 22, Meister, ist schon eine Leistung. Da kommt der Jan. Was ist das denn für ein Schrottgerät da? BMW, bring mich Werkstatt hier. Ja, ist er doch jetzt, der BMW. Bring mich Werkstatt. Also das Szenario kenne ich auch, aber nur mit meinem Auto. Nicht mit den grünen 5er. Aber den 7er noch nie. Natürlich. Einmal, aber den anderen Mal habe ich ja auf anderen Schlepper, auf Privatschlepper gemacht. Okay. Komm her, ich halte den. Ja, geh deinem Bruder beglückwünschen. Ein schönes Geschenk für meinen Bruder. Ja, gleich. Moin, Meister! Ja, hey, ich muss dein Auto aufladen. Warte, Glückwunsch. Hey, du hast dein Auto aufladen. Ja, danke, danke. Chef kommt jetzt auch persönlich du, zum... Was für ein schönes Geschenk er bekommen hat, ne? Schön liegen geblieben. Weil ich habe gesagt, er war so müde, so anstrengend. Soll er noch mit ADAC kommen, schön chillen daneben, oder nicht? Ja? Oder nicht? Ich glaube, er war so müde vom Fahren, er sollte mit Chauffeur gebracht werden. Moin, das geht mit F-Klasse abholen. Ja, moin. Ja, ist ein gelbes Taxi. Na, ich hab ihn gefragt, ob ich ihm eine Batterie bringen soll. Und dann hat Jan mir gesagt, nee, das Auto läuft, der Riemen läuft über ein Wasser. Ist doch nicht schlimm, so ein Ja, Riemen. Deswegen. Ja, nee, ist auch nicht schlimm. Aber ich dachte, wenn ich ihm eine Batterie bringe, dann hätte er nicht so lange warten müssen. Also, aber egal. Wir sind ADAC Plus Mitglieder, Freunde. Wir sind ADAC Plus Mitglieder. Deswegen. Aber soll ich dir mal was sagen? Ihr habt alle schon ADAC, sogar Lara. Nur ich noch nicht. Ich auch nicht. Warum soll ich eine ADAC benutzt haben? Habe ich auch noch nie benutzt. Doch, ich glaube, du hast dich einmal abgeschnitten. Nein, ja, wegen Sun. Ich habe nie benutzt ADAC. Sun, das Opfer, hat doch auch meinen Namen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auf Instagram haben mehr Menschen ihn gratuliert auf seiner Seite. Ich habe gepostet, dass er Meister geworden ist, weißt ja, du? Ja. Ich schwöre, bestimmt 30 Leute haben mir geschrieben, so herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Alter, wieso gratuliert ihr mir weniger? Ja, was los hier mit euch? Komm noch, wenn du Geburtstag hast.
Ja, Freunde, ja. Wir sind ein bisschen gestresst. Ja, Wallabilla, guck mal, wie ich aussehe, Freunde. Ja. Und ich will hier noch 3600 Kilometer fahren, ja, wie ich aussehe. Also ich habe mein Auto noch nicht mal gepackt. Wir wollten noch die Boxen, die Endstufen. Ich nehme natürlich eine geile Anlage mit. Also wir haben viele Sachen, die wir noch mit einpacken müssen. Ja, ja. Und ja, keine Ahnung, oder? Also was, wir müssen zwei Autos fertig machen und dann kommt der Ruhemodus, wo alle sich... Ja, okay, so ab 4, 5 Uhr ist Ruhemodus, glaube ich, drin. Eigentlich Freitag nicht. Es geht nicht um den Ruhemodus, es geht darum, dass hier 6 Leute ihr Auto wollen. Das ist das Problem, ja, genau. Aber ob die Leute hier sind oder zu Hause sind, die wollen trotzdem das Auto. Die nerven. Aber Schatz, dann musst du den Leuten das sagen, was nicht ja, machbar aber ist. Aber alle heulen rum, ich brauche Auto, ich komme hier nicht weg. Ja, aber du bist ich auch nicht da. Meine Mutter ist krank und mein Vater ist da. Verstehst du, was ich meine? Was soll ich machen, oder nicht? Ja. Da seht ihr wieder das große Herz, das Herz des MTK. Ja, okay, es geht natürlich um Geld. Ne? Ich will auch ein bisschen Kohle verdienen vor der Abfahrt, weil jeder Markt, den ich jetzt einfahre, kann ich da ausgeben. Aber soll ich dir was sagen? Ja. Ich habe dich schon lange, lange nicht so schmutzig an den Händen. Alter, Sand, ich bin nicht jeden Tag dreckig. So also, dreckig jetzt nicht, aber... Wollte ich gerade sagen. Also gestern war ich komplett dreckig. Ja, gut, gestern. Aber vorgestern. Allgemein, diese Woche ist allgemein irgendwie sehr gut. Hallo? Dreckig, ne? Also, ich glaube, du siehst mich gar nicht, ne? Schatz, ich wollte nur sagen, lange nicht mehr, also ich bin es nicht gewohnt, das will ich dir damit sagen. Weil ich nach Hause komme, gleich ins Bad gehe, mich wasche, deswegen bist du nicht dran gewöhnt. Wohl. Alter, du laberst manchmal. Oh mein Gott, ey. Alter, du machst meine Arbeit. Ein Stein von unserem Herzen, ja, dass Jan nicht bestanden hat, oder? Weil hat uns auch viel also Geld gekostet. Genau, wir haben auch viel Geld für die Geschichte ausgegeben, muss man jetzt sagen, oder? Und wäre schon also wirklich Katastrophe, wenn er das nicht geschafft hätte. Wäre schon traurig. Also. Das wäre finanziell für uns ein Desaster, oder? Ja, okay, klar, ne? Kann er die Prüfung nachholen, oder. Aber er fehlt ja auch in der Werkstatt, wenn ich jetzt weg bin. Ich bin froh, dass er wieder da ist, dass er mit der Werkstatt mit aufpassen kann. Klar, ne? Als jüngster Meister muss er sich erstmal hier mal komplett einfuchsen. Da ist Sun natürlich hier ein bisschen in dem Geschäft mehr drin. Natürlich, ne? Ja, weil Sun täglich hier mit den Leuten die Arbeit und die ganzen Kunden schenkt, ne? Ja. So, jetzt kommen ein paar Opfer, die müssen wir mal gucken. So, Neffe und Schwester wollen auch gratulieren. Mein kleiner Neffe fragte vorhin, hä, hat Jan Geburtstag? Und dann hat meine Schwester gesagt, nein, er hat die Schule ganz gut geschafft. Ja, hat er alle tot gemacht? Glückwunsch nochmal. Liebe Freunde, ich muss Abschied nehmen von meinem schönen Garten hier. Ne? Also, ja, jetzt muss ich hier den Garten jemanden überlassen, die auch nicht richtig aufpassen, oder? Keine Ahnung. Meinst du, die passen auf unseren Garten auf? Eigentlich hat es ja, okay, die letzten Jahre war meine Mama immer hier, ne? Ja, und ihr könnt auch sehen, hier, wir nehmen auch ein paar Sachen mit, du hier. Ja, zwei kannst du, aber auch nicht mehr. Die und diese hier. Oh, die ist aber gut. Ja, die anderen sind noch nicht gut. Ja, also Ernte, wir ernten schon ein paar Tagen, was? Meine schönen Pflanzen. Ja, liebe Freunde, ich muss mit den Kindern reden, dass sie hier schön gießen, schön aufpassen. Voll Sauna hier drin. Ja, ich gieße jetzt hier nochmal, bevor ich weggehe. Meine kleinen Pflanzen wachsen auch. Ja, hier eine Tomate kommt aus der Ecke, glaube ich. Ne? Die habe ich mal irgendwie mal reingesteckt. Ja. Aber irgendwie wächst sie. Da muss Mama mal auf jeden Fall rangehen. Ne? Hier mal ein bisschen aufpassen. Ich denke auch, ab und zu sollte ich sie holen. Die sollte mal ab und zu mal kurz kommen. Meine Pflanzen ein bisschen aufpassen und sowas. Ne? Ich bin schon traurig, dass wir hier die Ernte noch nicht mehr richtig essen können. Keine Tomaten. Na, wieso? Ja, wenn wir wiederkommen, hast du vielleicht Glück, dass der da... Ja, die werden in ein paar Tagen wach. So, liebe Freunde, wir haben wirklich Stress. Ne? Wie gesagt, wir wollten gestern los, Tornado-Warnung, bla. Heute haben wir gesagt, bleiben wir hier. Ja, Jan ist liegen geblieben, habt ihr auch gesehen. Keilriemen ist kaputt gegangen, kann ja passieren, ist auch nicht schlimm. Holen wir einen Keilriemen, ballern raus, alles gut, die Karre ist wieder fit. Ne? Ja, wir sind ein bisschen fertig. Ne? Weil Arbeit war richtig viel, wir haben eigentlich die meisten Aufträge abgearbeitet. Ich wollte die Jungs nicht einfach so mit dem ganzen Scheiß da lassen. Und Montag stehen sie da. Ist so, ne? Du bist der Organisator. Wir packen, wir machen, wir tun, oder? Ja. Ja, wir müssen uns irgendwie mal, weil wir wollten eigentlich, habe ich zu tun, wie gesagt, lass uns schlafen. Und irgendwie in der Nacht, so 2, 3, hat sie auch gesagt, ja, was haben wir denn davon? Weil da verlieren wir auch so einen halben Tag. Eben, weil jetzt schlafen wir so oder so nicht. Ja, und man ist ja auch ein bisschen aufgelegt auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, komm, wir essen gleich mal was schön, dann gehen wir schön duschen, fertig machen, Sachen packen. Und dann gehen wir nicht, fahren wir so eine Stunde los, entspannt. Gucken, wie weit wir kommen, irgendwo anhalten. Tui kann fahren, ich kann fahren, ein bisschen schlafen. Wir gucken mal. Geht live.
Genau, ich gehe gleich mal live, wir gucken mal und dann müssen wir mal gucken, welche Route. Wir wollen auf jeden Fall hier mal Österreich-Rumänien-Route fahren. Also Dings, Stefan hat mir vorhin gesagt, nicht über Serbien fahren. Ja, Serbien-Katastrophe. Soll wirklich die Katastrophe sein. Ich will dieses Mal das vermeiden auf jeden Fall. Probieren unser Glück über Rumänien, ne? Rumänien, und da haben wir ja auch nur rein theoretisch eine Passkontrolle, weil es ist ja alles EU. Ja, also wir probieren unser Glück. Vielen, vielen Dank. Drück uns die Daumen. Auf jeden Fall kommt wieder Techniker-Content mit uns. Ihr wisst, du Manis, da geben wir Gas. Folgt auch hier den Jan Tube. Genau. Also Jan hat jetzt einen Kanal eröffnet. Ich würde mich freuen, wenn da mal ein paar Leute rübergehen, ihn ein bisschen supporten. Sport ist kein Mord. Würden uns natürlich gerne freuen, weil wir werden öfter unterwegs sein. Die Kinder können ihren Content machen, ich und Trü machen unseren Content. Ja. Sun macht seinen Content, Sun kennt ihr natürlich auch, bei ihm läuft es auch sehr gut. Freunde, dann sehen wir uns morgen in dem Video, mal gucken, was wir wieder erleben, was wir sehen. Wo wir sind. Keine Ahnung, wo wir sind, wir wissen es wirklich nicht. Ne? Abonnieren, Like nicht vergessen. Guck auf Instagram, Freunde, auf Instagram posten wir immer täglich, wo sind, was wir machen. Wir spoilern die Videos vor. Instagram MTCast 111. Ich sag mal, drück uns die Daumen, küsst eure Herzen. Es erwartet euch richtig Content, Freunde, richtig Content. Bis dann. Tschüss und ein schönes Wochenende euch.